So Leute, es ist mal wieder Zeit für Jump Rider 2. Und ja, heute werden wir uns dann in Marco Bartolis Versteck wagen. Okay, der Sprung war jetzt scheinbar noch nix. So, try again. Die Zeit läuft. Und ein großer Sprung. Auf zwischen die Tore. Schnell, bevor die Zeit ausläuft. Kurz gerannt, um das Level dann zu verlassen. Klasse, und haben gerade mal nur leider ein Geheimnis gefunden. Nur ein bisschen viel Medipacks benötigt. Schade. Naja, vielleicht reicht es ja trotzdem noch aus. So, jetzt müssten wir dann, glaube ich, zu Bartolis Versteck kommen. Steig aus. So, ja. Erstmal die Ratten dort von der Tür entsorgen. Spielen wir doch mal ganz kurz den Kammerjäger. So, und hier noch gleich. Und ich höre schon, wir werden sofort auch höflich empfangen von einem von Bartolis Schlägertypen. Okay, es ist nicht nur ein Schläger, sondern irgendwo ist noch ein Typ in der Knarre unterwegs. Der ist schon mal weg und fährt jetzt. Wer hat jetzt geschossen? Hier läuft doch einer rum irgendwo. Na, vielleicht ist er drin. Ah, da kommt noch mehr Besuch. Noch mehr von Bartolis Schergen. Und auch der Kollege singt das Zeitliche. Aha. So, kommt hier noch einer? Sieht nicht so aus. Ah, du hast was für uns? Aha. Schön. Auch gleich zwei von euch. So, erstmal dich und dann dich da oben auch noch. So, ihr seid erstmal weg vom Fenster. Ihr kleinen Maskenschergen von Bartoli. So, gespeichert. Und jetzt geht's erstmal hier draußen in den Vorgarten. Oder was auch immer. Und die nervigen Hunde erledigt, die hier draußen in diesem komischen, türlosen Fenstergarten herumspüren. Ah, hier liegt schon mal... Waren das jetzt... Ja, das waren die Magnums. Einer meiner Lieblingswaffen.
So, jetzt geht's hier lang. Ja. Jetzt wieder aufpassen angesagt. Nicht, dass wir ein Schwert laufen. Es ist eigentlich relativ einfach. Und ich sehe erstmal nichts. Gut, hier ist ein Knopf. Und damit ist auch diese Tür da hinten offen. Das heißt, jetzt können wir da hin. Gut, ihr bleibt scheinbar stehen. Das heißt, jetzt kann ich dort nach oben und mir meinen Weg zu der Tür bahnen. Falls sie unterwegs nicht von Bartolis Schergen belästigt werden. So, ich schieb das mal in die Richtung. Und dann kann ich jetzt gleich dort rüber springen. Zu dieser Nische. Und dann springen wir mal dort hinüber zu diesem Balkon. Hast du was für uns liegen lassen? Ja. Du hast Magnum-Munition für uns. Aha. Und es spielt sehr schöne Musik, obwohl wir nur gerade mal an einer Leiterwand entlang hangeln zu einem Balkon. Was auch immer dieses Musikstück hier in dieser Passage zu suchen hat, ich weiß es auch nicht so genau. Und das war der Typ, der uns vorhin von oben beschossen hat. Der da nervös auf seinem Balkon hin und her läuft. Was hat der für ein Problem? Ich meine, der rennt die ganze Zeit nur auf seinem Balkon hin und her, ja, bis wir ihn abgeschossen haben. So. Ja, gut. Jetzt so lang. Und wir springen auf den Balkon mit einem gekonnten Rückwärtssalto. Ja, ich denke, ich muss darüber. So, mal überlegen, wie komme ich jetzt am besten auf dieses untere Plateau? Ob das vielleicht funktioniert, wenn ich mich da vorne jetzt runtersliden lasse, mich festhalten, runterfallen lasse. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen vorsichtig, weil, ja,
Wie sagte mein Fahrradlehrer doch so? Skeptisch sein ist nicht schlecht. Also immer schön skeptisch sein. Weil es könnte ja sein, dass hinter jeder Ecke irgendwas lauert. Wie zum Beispiel hier. Haha, nicht getroffen. So, du hast auch nichts dabei. Scheint auch nichts rumzuliegen. Die Tür ist noch zu, das heißt, ich gehe erstmal hier rein. Was ist das für ein riesiges Balkongeländer? Also wie war das mit unreale Dinge bei Tomb Raider? Ich glaube, hier ist so ein weiteres Detail. Dieses gewaltige Balkongeländer. In Menschengröße. Und zwei Schläger erwarten uns hier in diesem einsamen, kleinen, aber gut ausgebauten Kämmerchen. So, du bist auch weg, Freundchen. Für euch brauche ich keine Magnum-Munition. Du hast anscheinend nichts verloren. Ja, du hast hier auch nichts verloren. Hier drin liegt nichts. Und die Kerzenstände an der Wand ist eigentlich eine relativ gute Idee. So, wir müssen durch den Kamin. Ich speichere hier mal wieder. So, jetzt müsste gleich ein ziemlich blöder Part kommen. Ja, und da fängt schon mal an. Tja, und jetzt hier wird's richtig lustig. Weil das ist schon ein bisschen Timing gefragt. Hier ist schon ein bisschen Timing gefragt mit der Hopserei. Ihr seht, die Lampen gehen aus und wir müssen wieder im richtigen Moment springen, sonst passiert das. So, zweiter Versuch. War wohl auch nix, da hätte ich jetzt besser Anlauf nehmen sollen. Jetzt hat's geklappt.
Und auch gleich beschossen werden auch noch. Wunderbar. Und tot. Ich hätte ein Medipack nehmen sollen. Na gut. Dann nehme ich es eben vorher. Als nachher. So, jetzt kommt die Rache, Freundchen. Du bist weg. Und du bist auch weg. Platz! Erstmal wieder speichern. Und jetzt, ah ja, richtig. Ich glaube, da drüben muss ich rauf. Hier scheint auch nichts irgendwie auf dem Boden rumzuliegen, sehe ich von hier aus. Aber ich gucke später nochmal nach. Werde erstmal nach oben klettern. Über die Kronleuchter, was auch eine sehr schöne Idee ist. Oh, lauscht dieser wunderschönen Musik. So, ich habe jetzt mal nichts gesagt, damit ihr diese schöne Musikeinlage mal mitverfolgen könnt. Ich finde, es ist ein sehr schönes Stück. Ja, und was macht dieser komische Typ hier oben? Als hätte er hier die ganze Zeit rumgehockt und auf uns gewartet. Es ist schon manchmal sehr seltsam, an welchen Stellen Bartolis Gegner auftauchen. An den unrealsten Orten irgendwie. So. Das jetzt hätten wir ein Medipack. Und spring ich rüber zum Hebelchen. So, jetzt haben sich die Kronleuchter verändert. Das heißt, ich kann jetzt von hier auf diesen Kronleuchter da unten, um zu einem weiteren Punkt zu gelangen. Und ich habe gerade schon wieder, glaube ich, eine Fackel verschwendet. Weil eigentlich wollte ich ja einen Seitwärtstritt machen, aber das hat irgendwie jetzt nicht so richtig geklappt, wie ich wollte. So, jetzt kann ich nämlich von hier aus zu dem Hebel da drüben. Und setze so das Bild da drüben frei. Und da ist der Schlüssel drin, den wir gleich benötigen werden.
glaube, wenn jetzt, wenn es gut läuft, dann schaffen wir es vielleicht noch bis zur Ober, aber ich glaube, ich werde wieder davor cutten müssen, weil sonst das Video zu lang wird. Und zu lange Parts will ich euch auch nicht antun. Das war ja bei Tomb Raider 1 schon so der Fall. Falls irgendjemand das LP gesehen hat. Gut, egal. Ich glaube, ich musste jetzt zu dem oberen Fenster. Zu dem da hinten in der Ecke. Ich glaube, von dort aus komme ich weiter. Wenn ich mich recht erinnere. Ja, und hier ist sowieso noch ein Hebel, den wir jetzt noch nicht aktiviert haben. Nämlich für dort hinten. Ich mir jetzt hier fallen lasse? Ach ja, das war das. Das war dieser. Nee, das war nicht die eine Falltür. Gut, was da war, ich weiß, ob ich es jetzt nicht vergessen habe, oder vielleicht ein Secret war oder so. Ich werde es wahrscheinlich beim Offscreen mal auschecken. Und stattdessen das Level erstmal jetzt wie gewohnt weitermachen. So, ein Schläger, der sich scheinbar für Bücher interessiert. Uns aber ein Medipack da lässt. Aha. Und eine etwas merkwürdige Bibliothek, wo man halt die Bücherregale hinaufklettern kann. Und wir spielen mal wieder Kammerjäger. Die Rattenplage beseitigen aus dem Haus. Und dramatische Musik, weil wieder mal Schergen auf dem Weg zu uns sind, die uns mit ihren Pistolen auf die Nerven gehen. Was hast du für uns? Nichts. So, hier draußen ist scheinbar auch keiner. Gut, ich sehe gerade die Aufnahmezeit, also ein bisschen mache ich noch, also circa 3 Minuten oder so. Hab ja bisher ganz gut geschafft. Können doch jetzt mal wieder speichern.
So, hier oben ist nichts mehr. Das heißt, ich muss darüber zu diesem Fenster. Gibt es keinen Seitwärtsschritt? Komisch. So, jetzt bin ich hier oberhalb und kann über die Mauer drüber. Und ich würde sagen, wir checken erstmal das Häuschen da unten aus. Da werden jetzt bestimmt noch Schergen drin sein. Ja. Ein kleines Wachmännchen. Und tschüss. Aha. Mitgenommen. Sehr nett eingerichtet. Das kleine Wachhäuschen. Aha. Und wieder epische Musik, denn wir haben einen Zündschlüssel gefunden. Aber wofür der Zündschlüssel ist, werde ich euch im nächsten Part verraten. Das war jetzt erstmal. Hallo? Noch einer von euch da, oder wie? Aha. Anscheinend nicht. Ja, im nächsten Part werde ich euch dann verklickern, was ihr mit dem Zündschlüssel machen. Also, bis zum nächsten Part von Tomb Raider 2. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Man sieht sich. Ciao, bis zum nächsten Mal.